aus Köln mit Harald Schmidt. Dankeschön. Sehr schön, sehr gut. Carmen Forsang. Vielen Dank. Dankeschön. Guten Abend. Vielen Dank. Sehr genügt. Ich sage immer, ein paar nette Worte vor Beginn der Show ans Publikum, die von Herzen kommen, ist doch gleich eine ganz andere Stimmung. Ja? Habe ich recht? Nicht jetzt absacken. Meine Damen und Herren, guten Abend. Herzlich willkommen bei Miteinander, unserer neuen, gemütlichen, stilvollen Show am späten Sonntagabend. Wir kommen heute live aus der Meierhalle in Bocklemünd, wo ja normalerweise Bios Mensch Meier stattfindet. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir die Halle, hier sehen wir Bio, wir haben ihn eingesperrt während der Sendung, aber er hat Glühwein, es geht ihm gut. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir die Halle zur Verfügung bekommen haben. Miteinander, das ist eine Show, in der sich einfach nette Menschen treffen, viel mehr ist es nicht. Heute dreht sich alles um Weihnachten, das heißt, dass die meisten Themen und fast alle Gäste nichts mit dem Thema zu tun haben. Und Sie sehen mich hier mit drei Herzen. Sie werden sich fragen, wozu hat Schmidt drei Herzen? Wer braucht heute noch drei Herzen? Natürlich niemand. Eine kleine weihnachtliche Geste von mir zu Beginn der Show. Ich möchte Herzen verschenken. Guten Abend, darf ich Ihnen ein Herz schenken? Ja, das ist für Sie, da steht drauf, du bist so niedlich. Vielleicht ein Herz für Sie. Ja. Und vielleicht ein Herz für unsere Frau Ranzio. Guten Abend, Frau Ranzio. Wir werden uns später noch unterhalten. Und das dritte Herz, das behalte ich. Das ist mein Herz für Russland. Wir alle haben ja, glaube ich, eine schöne, lustige Woche gehabt. Weihnachten steht vor der Tür. Das heißt, nicht für alle wird es vielleicht ein fröhliches Weihnachten werden. Sie haben es vielleicht mitbekommen. Fürst von Thurn und Taxis ist in die Ewigkeit abberufen worden. Wir haben heute Morgen noch mal in die Presse geschaut. Es sieht nicht gut aus für Gloria. Wir mussten lesen, Eheverbot für Gloria. Wenn sie heiratet, ist Name, Geld und alles weg. Vielleicht auch deshalb hinter der Meldung Mick Jagger zur Beerdigung ein Fragezeichen. Denn das mit dem Eheverbot könnte schwierig werden. Was uns doch mehr beschäftigt, ist die Frage, was macht Gloria mit den 4 Milliarden Feuerstein? Hast du eine Vorstellung, was man mit 4 Milliarden in etwa alles bezahlen kann? Du, ich rechne gerade. Ich hab's. Moment. 3,8 Milliarden. Denn vielleicht erbt ja der eine andere von Ihnen auch nochmal 3,8 Milliarden. Mit 3,8 Milliarden können Sie bezahlen den Wiederaufbau der Mauer, die Schweigegelder von Vater Graf, die Unterhaltszahlung für die Witwe von Donald Trump für eine Woche, die Renten in der DDR für 24 Monate, die Nachtgedanken für Kuli für 477 Jahre, ein Nebelräumgerät für Herrn Antwerpes für die Autobahn Köln-Aachen, den Rückkauf von Kuwait bleiben übrig, 89,33, dafür kriegt man dann noch Rumänien. Das ist ein bisschen hart, Feuerstein. Du, das muss ich sein. Das muss ich sein. Das, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen wirklich sagen, das wusste ich nicht, das wird nicht der Stil des Abends werden. Es wird sehr viel menschlicher, aber Sie haben jetzt die ersten 3 Minuten 28 Sekunden mitbekommen. Wie ist der Eindruck, eine erste Abstimmung, wird die Sendung top oder flop? Wer der Meinung ist, die Sendung wird top, der gibt jetzt bitte einen kräftigen Applaus. Danke. Und wer der Meinung ist, die Sendung wird flop, sagt gleichzeitig mit allen Desoxyribonukleinsäure. Ja, das war eindeutig. Jetzt hören Sie hier ein Klingeln. Das ist unser Telefax. Feuerstein faxt mir jetzt, jawohl, das ist mit der Technik möglich, das absolut aktuelle Endergebnis rüber. Offiziell und selbstverständlich genehmigt. Feuerstein, kommt das Fax heute noch? Das ist eine gewisse Zeit, aber es läuft hier durch. Ja, und ich höre es auch schon. Da kommt das Fax. Das geht viel schneller, als wenn er am Schreibtisch rüberkommen würde und mir das von Hand geben. Das geht aber zu langsam. Hier ist es. Top oder Flop. Da kommt es, das End. Dafür 3.127 Stimmen sind 94,32%, dagegen 89 Stimmen immerhin, 4,9%. Das heißt, Sie haben die 5%-Hürde nicht geschafft und müssen raus. Ja, schön für uns. Das Schöne bei uns, nicht so viel klatschen, das bremst, aber das werden Sie merken. Über die billigsten Witze lachen wir beide selbst am meisten. So soll es eigentlich sein, dann kostet es uns nicht so viel. Wir fangen an. Ich möchte Ihnen, das heißt, ich muss Ihnen noch eines sagen, vielleicht haben Sie in der Presse gesehen, diese Schlagzeile, die mich erschüttert hat, 20.000 Mark im Monat, um gequält zu werden.
Wir sind der Meinung, heiraten ist nach wie vor billiger. Es gibt Stars. Es gibt Stars, die haben sich etwas ausgedacht, wie man die Krankenkasse entlasten kann. Dagmar Berghoff zieht zu ihrem Arzt. Das ist einmal Miete. Unser Schwimmass Michael Groß sagt, zum Abschied kommt mein Hammer. Zum Abschied kommt meine Badehose unter den Hammer. Ich verspreche Ihnen schon jetzt, bei meinem Abschied ist es umgekehrt. Und eine Meldung für Konstantin, den Liedermacher. Sau bis Wecker. Wir sind der Meinung, mit Teenies wäre das nicht passiert. Und dann haben wir noch zwei Meldungen aus Polen. Nämlich die erste, Polen sollen ohne Visum einreisen dürfen. Und die zweite, Dieter Polen fast entmannt. Es ist aber Gott sei Dank noch mal gut abgelaufen. Und dann jetzt mal ernsthaft muss ich Ihnen eins versprechen. Wir erinnern uns noch an diese Meldung. Heino zieht gegen SWF 3 vor Gericht. Sie wissen, der Popsender hat gesagt, Heino darf bei uns nicht singen, das müssen andere bringen. Das ist mein Ehrenwort für Sie heute zu Beginn der Sendung. Das wird bei uns nicht passieren. Ein Künstler wie Heino, der ein Millionenpublikum hat, wird selbstverständlich bei uns seinen Platz finden. So, dann würde ich sagen, Feuerstein, wir fangen an. Jawohl. Wir fangen an mit einer schönen Sitte. Das kennt, das heißt, was ist denn das hier, Feuerstein? Das ist mein Maskottchen, das habe ich mitgebracht. Das ist Maskottchen, das ja, heißt Harald. Das heißt Harald. Das ist fleischfressende Pflanze. Ja. Also in etwa das, was du für mich bist, ja? Kann man das so sagen? Ja. Gut, dann wollen danke wir anfangen, für, nette Vorstellung, damit ne? es zügig weitergeht. Ich arbeite jetzt nur. Gut. So, Sie wissen ja, winken, danke, das ja. geht, das haben wir dann locker. Winken, das ist ja meistens im Fernsehen, machen es die Leute so verschämt und so, weil sie sagen, es sieht vielleicht ein bisschen albern aus, wenn man einen Nachbar sieht. Bei uns kann man das richtig schön offiziell machen. Wir haben einen Feuerstein, wo ist denn der Rahmen? Ah, der ist da hinten, ich komme, Moment, halt. Bitte hol ihn rasch. Jawohl. Dann würde ich sagen, stelle ich Ihnen so lang einen lieben Gast vor. Aus Berlin, Thomas Platt. Guten Abend, Herr Platt, Hallo. Grüß dich, Hallo. Servus. Hallo. Thomas, du bist Koch, Hobbykoch, kann man sagen, aber du bist nicht der große Koch, der sagen wir, die italienischen und französischen Traummenüs auf die Beine stellt, sondern du kochst für Stümper. Ich koche für Stümper, für mich, ja, und für meine Freunde. Du hast auch ein spezielles Kochbuch für Stümper entwickelt, vielleicht kannst du das gleich mal in die Kamera halten. Soll ich das mal machen? Was sind das denn für Rezepte, die du dir so ausdenkst? Ja, du, das sind verschiedene Rezepte, die von ganz einfachen Sachen, von der Tütensuppe bis zur Luxusdose hochgehen. Ja? Ist der erste... Moment, nein, der ist schon vorbei. Achso. Sagen Sie mal. Der ist schwer. Ich bin überhaupt nicht bei der Sache. Doch, gibt es denn ein paar Namen, mit denen man Nein, ich habe Kammerjägerschnitzel gemacht, Hals-Maultaschen, Pizza Interrupta, Ratofeng à la Brösel. Toll. Schürzenjägerschnitzel ist auch dabei. Ich habe es alles ein bisschen lustig gemacht. Der Witz, der eigentliche Witz dabei ist, dass man es wirklich kochen kann. Super, das werden wir gleich hören. Jetzt sehe ich, Feuerstein ist mit dem Rahmen hier. Hier sind die beiden so. Ersten. Ja. Unsere beiden ersten Gäste. Dreh es bitte um, dann können wir es mit den Griffen besser halten. So. Ich gehe nach Hause. So. Und wir haben zum ersten Mal unsere Aktion, die Sie nur bei Schmidt aneinander finden. Rutschen Sie ein bisschen, können wir den Rahmen für Sie halten. So. Wir winken für die Oma. Achtung, bitte winken Sie jetzt. Das war sehr schön. Ja, danke. Und jetzt, Renate und Werner, kommen Ihre Geschenke. Ganz tolle Geschenke, die werden bei uns gebracht von unserer Oma Sharif. Bitte schön. Guten Abend. Unsere Oma Sharif geht's. Jawohl. Eine Autobatterie für Werner und Renate. Übergeben Sie die bitte. Wunderbar, gerade jetzt im Winter ist es gern. Die Säure haben wir in Extraflaschen, die gibt's hinterher. Nicht, damit Sie was verkleckern. Schönen Dank. Und Oma, wir gehen einmal rüber. Thomas, darf ich Sie bitten, in unsere topmoderne Küche. Ich glaube, davon träumt die Hausfrau von heute. Schick, dynamisch, nicht zu teuer. Das ist die Treppe. Für die Oma geht's. Ja. Und du kannst ja direkt hochgehen. Ja, ich komme hinterher. Thomas, ich würde sagen, kochen mit tollen, aufwendigen Vorbereitungen kann jeder. Ja. Wir haben uns das Ganze ein bisschen schwierig gemacht. Sie wissen ja, es ist so,
Man hat schön eingekauft, Karpfen, Würstchen und so weiter. Plötzlich Heiligabend, 14 Uhr klingelt's, wer steht draußen? Die Ehefrau ist zurückgekommen. Oder es kommt Verwandtschaft aus der zukünftigen DDR. Was tun? Da haben wir uns gesagt, jetzt frage ich auch mal Sie hier im Publikum, habe ich recht, die Rettung in diesem Fall ist die Tankstelle. Ja? Ha? Man sagt, Mutti, geh doch mal schnell rüber. Was gibt es an der Tankstelle? Das Menü, aus dem ihr jetzt kochen werdet, sind alles Zutaten, die es nur noch an der Tankstelle gibt. Das heißt, Konserven, Chips, Schokoriegel und so weiter. Ich darf euch in dieser modernen, auch nach Umweltschutzgesichtspunkten ideal eingerichteten Küche alleine lassen. Wir werden nach 20 Minuten mal reinschauen und wir werden am Ende der Sendung Gäste haben, die sich das hier schmecken lassen. Ja? Ich wünsche euch Schon mal viel Glück. Ja, hilfst du mir? Jetzt hören Sie eines, meine Damen und Herren. Das heißt, es ist jetzt wenige Minuten vor 22 Uhr und da wollen wir noch rechtzeitig sein, denn Sie wissen ja, um 22 Uhr endet der Jugendschutz. Das heißt für uns, unser Sandmännchen ist da. Hallo Sandmännchen. Ah. Das Sandmännchen, hallo. So. Ja, ne? Und der liebe Feuerstein und das liebe Sandmännchen schauen jetzt mal, ob wir noch Kinder im Publikum haben. Ja, wir haben die jetzt nur Kinder ins Bett hier gebracht werden müssen. Vielleicht fällt jeder mal schon den Personalausweis hoch. Haben wir denn ein richtiges Kind, Sandmännchen? Ich sehe schon eins. Da ist es nämlich. Ne? Das wollen wir jetzt ins Bett bringen, Feuerstein. Ja? Um Mitternacht ist die Sendung ja aus, deswegen bringen wir das Kind rasch zu Bett, gell? Jetzt werden wir dich ins Bett bringen, das Sandmännchen und der Onkel Herbert. Ja, und jetzt gehen wir mit hurtigen Schritten zum Bett drüber. Guck mal, ist ein junges Mädchen. Ne? Da sitzt der Rodney drin. Hallo. Ist ein Lieber, der Kleine. Hallo. Ja, bist du mit der Mama da? Hast im Hotel übernachtet? So, schön ins Bett bringen. Von den Sprüchen her bin ich irgendwie in der falschen Show, habe ich das Gefühl, oder? So, jetzt schön jetzt das ins Bett. Ja. So. Bettchen. Schön zu, Decki. Ha? Und was sagt denn der Onkel Harald? Der sagt, nun, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Endlich. Sand vom Sandmännchen. Sandmännchen? Jawohl. So, Feuerstein, jetzt schau mal. Das ist ja süß, ne? Schau mal, ob das Sandmännchen schläft. Du, das ist schwer zu sagen, da braucht man einen Archäologen. Nein, es schläft. Jawohl, es schläft. Prima, dann hau rein. Wie gesagt, nach 22 Uhr, jetzt geht's bei uns ein bisschen schärfer zu. Jetzt können schon mal Begriffe wie Möpse oder große Ohren fallen. Jetzt geht es bei uns ans Eingemachte. Ich möchte Ihnen jetzt etwas vorstellen, das viele von Ihnen sicher sehr gerne sehen. Das heißt, ich frage dich vielleicht erstmal, wie ist dein subjektiver Eindruck bisher? Wie läuft die Sendung? Der subjektive Eindruck ist totale Erschöpfung. Ich renne hier auf und ab. Ne? Ja. Und das ist auch nicht ganz leicht. Lass uns mich ein bisschen ausruhen. Ne? Nee, das wollte ich hier erst. Du kannst das hier anfangen. So, ist gut. Klappt es für dich so, wie du es vorgestellt hast? Du bist natürlich irgendwie doch ein bisschen außer Atem, stelle ich fest. Das ist ganz gut, dass wir uns rechtzeitig solche Ruhepausen gesichert haben. Haben wir eigentlich kein Brot oder wie? Nein. Aber ich muss sagen, generell von der Wirkung her, du wirkst du für mich immer mehr wie ein Frettchen in der Ranz. Du mit deinem fetten Ranz. Ja, also ich finde, jetzt mal ganz abgesehen vom Frettchen in der Ranz, dass die Sendung bisher eigentlich sehr gut läuft. Wir waren zwei Minuten zu früh mit dem Sandmännchen, ne? Findest du nicht toll? Ja, vom Klingeln her. Du, das riecht widerlich. Was war Ihr Eindruck, zufriedenstellend bisher, ja, im Publikum? Ja. Naja. Aber ich würde sagen, dass du... Ich weiß allerdings nicht, dass du in erster Linie... Ob du dich nicht überschätzt. Dass du mir zu verdanken hast. Warum? Du, ich meine, ohne mich läuft die Sendung so nicht. Überhaupt nicht. Das weiß ich. Schmeckt auch entsetzlich. Das wäre sicher schwieriger, aber ich glaube nicht. Ich glaube, du stehst mit dieser Meinung alleine. Mm-mm. Doch? Mm-mm. Du, ich habe mich umgehört ein bisschen. Habe auch wirklich um Promis gefragt.
was die dazu meinen. Ja. Und du, Thomas Klees, das ist unser Regisseur, ne? Kannst du mal diesen Film zeigen? Ich möchte wissen, wer das hier gebracht hat. Es gibt eine neue Sendung im WDR, die heißt Schmiteinander mit Harald Schmidt. Glauben Sie, dass Harald Schmidt ohne mich, Feuerstein, die geringste Chance darin hätte? Nie. Danke. Bitte. Das glaube ich nicht. Keine Chance. Keine Chance, dass er das überhaupt wagt. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass er das hat. Danke. Das ist von der Fragestellung schon falsch. Es muss heißen, Otto, wie machst du es, dass du immer so einen Erfolg hast bei dem hübschen Mädchen? Aha! Ja, das war nicht schlecht. Na, und ich habe die Nussbusch geküsst. Das war die Nussbusch? Du, das war die Desiree Nussbusch, die habe ich geküsst, ne? Ich dachte, das war Barbara Dieckmann. Naja, also du, also ich finde, hast du die Nussbusch hier mal nie geküsst? Hast du nicht? Nein, es gibt doch gewisse Schranken für mich. Du, seit 40 Jahren träume ich, die Nussbusch zu küssen, ne? Und, ich habe Maria Schell geküsst. Lach. Ja, ich habe Maria Schell geküsst. Komm. Doch? Ja, komm. Ich habe mich erkundigt, was die Leute von dir halten. Und Thomas, bitte zeig jetzt, was die Meinung über ihn ist. Eine Frage noch, was halten Sie denn von Herbert Feuerstein? Das muss ein netter Mensch sein. Sie kennen ihn nicht? Nee, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe so viel von ihm gehört. Der muss bestimmt ein toller Mensch sein. Ciao, danke. Ja, eine Frage vielleicht noch, Herr Minister. Was halten Sie von Herbert Feuerstein? Das überfragt mich. Sie kennen den Mann nicht? Nein, kenne ich nicht. Es muss ein Hochstapler sein, der hier andauernd behauptet, alle Welt kennt ihn. Er sei an den Tischen der Prominenten zu Gast und keiner kennt ihn. Ihn sagt der Name auch nichts. Er sagt mir nicht das Geringste. Bitte, sag ich. Und die Dame nebenan, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, mussten wir die Welt kennen. Sie haben es gemerkt, es war Vita Pohl, die Mutter Trombusch. Ja. Ja, da würde ich als Genscher auch nicht sagen, dass er mich kennt, weil das sagt man ja zu schnell weiter. Aber ich meine, du... Schellküssen und so, ne? Das erinnert mich immer irgendwie so ein bisschen, das ist fast wie Exxon-Küssen, ne? Schellküssen ist fast so wie Exxon-Küssen. Karlauer, ich habe ihm gesagt, dass er sich ankommen wird, aber das ist bei... Nein, nein, das ist bei ihm, er ist dermaßen... Jedenfalls, die Nussbusch habe ich geküsst und du nicht, und das ist das Entscheidende. Das ist zeigt bei dir, seit du in der Ranz bist, wird das immer schlimmer. Du, also, Moment, du mit dieser... Nee, ich muss jetzt einmal energisch sein, mit dieser Ranz macht er seit 3 Tagen alle wahnsinnig. Unser Aufnahmeleiter fängt jetzt schon an, der hat in dem Probenplan dazu geschrieben, Schmiteinander, die Sendung mit dem Frettchen, wegen dem Frettchenranz. Der Oberboss ist der Herr Hoff, ne? Kam an und sagt, hat unsere Sendung jetzt einen neuen Untertitel? Hat das überhaupt nicht gemerkt, ne? Und jetzt wollen wir, glaube ich, wissen, was wollen wir jetzt wissen? Ja, ich rufe jetzt bei einer Frau an, das ist Frau Auer in Groß-Gerau. Die ist eine Spezialistin für Frettchen. Ja. Und das ist der Frettchen-Hilfsdienst. Hallo? Jetzt hoffe ich nur, dass es mit... Ja, es piept. Dann können wir das gleich mal richtig klären. Was ist der Frettchen-Hilfsdienst? Das ist für Leute, die mit Frettchen nicht mehr richtig wissen, wo es ein- und ausgeht. Ob die wohl da sind, ne? Guten Abend, hier ist Harald Schmidt in der Sendung Schmiteinander. Ich möchte gern Frau Auer sprechen, bitte. Ja, ich bin am Telefon. Ah, guten Abend, Frau Auer. Sie sehen die Sendung? Leider nein, wir empfangen. Das wir ist empfangen. Von Vorteil, da können wir uns viel unbefangener unterhalten. Ja, ich habe gestern Abend schon mit Ihrer Schwiegermutter telefoniert. Die hat Wetten, dass geguckt, als ich angerufen habe. Ja, habe ich schon gehört. Gute Meinung, ja, ne? War ganz begeistert von der Jacke von Gottschalk. Haben Sie es auch gesehen? Nein, ich war unterwegs auf einer Weihnachtsfeier von den Frettchenfreunden helfen. Jetzt sagen Sie doch mal bitte, was die Frettchenfreunde so alles unternehmen. Oh, die gehen spazieren. Und diskutieren halt viel über Frettchen, machen Ausstellungen. Was kann denn ein Laie, ein Tierlaie tun, der sagt, ich möchte ein Frettchen halten, aber zum Beispiel Angst davor hat, wenn das Frettchen in die Ranz kommt, dem nicht mehr gewachsen zu sein? Ja, das Beste ist halt zum Beispiel halt bei mir anrufen. Ja. Und ich halt sag den Leuten meistens halt, je nachdem halt, ob, naja, halt jetzt bei einer Fee, dass sie die halt entweder ja kastrieren lassen. Das Frettchen kastrieren lassen? Ja. Ja. Oder halt, dass sie, ja, oder dass sie halt die Fee in eine Scheinträchtigkeit versetzen. In eine was bitte versetzen? Scheinträchtigkeit. Scheinträchtigkeit? Ja. Haben Sie gehört, es gibt ja in England Leute, die machen dieses Fretlegging, das heißt, die schieben sich bis zu 5 Frettchen in die unten zugebundene Hose, wer es am längsten aushält. Haben Sie davon gehört, ob es sowas bei uns auch gibt? Nein, leider nicht. Es ist grauenhaft, diese Leute müssen nüchtern sein. Und ich habe gehört, also die versuchen sich dann einzubilden, dass das Frettchen einfach nicht zubeißt. Aber bei uns gibt es das nicht.
Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, dann bekämen die auch wahrscheinlich Ärger mit dem Tierschutzbund. Mit dem Tierschutzbund. Sie würden in so einem Fall auch ein. Aber grundsätzlich, welche sind, sagen wir noch ganz kurz, die wichtigsten Kriterien, wenn ich ein Frettchen zu Hause halten möchte? Ja, ich würde mir ein Volier bauen, das mit genügend Auslauf. Ja. Ein schönes Schlafhäuschen dazu, ein isoliertes. Ja. Und ich würde mich halt dann auch über Ernährung informieren. Ist das, muss das biodynamisch sein oder Hauptsache das Frettchen kann den Beißer wo reinhauen? Bitte? Muss das biodynamisch sein oder genügt da Vollkorn für das Frettchen? Ach na ja, eigentlich weder noch. Aha. Eigentlich mehr so Fleisch. Fleisch. Ja. Gut. Frau Auer, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit dem Schluss der ARD Sportgala. Wünsche ich Ihnen auch. Ja. Bei Ihrer Sendung. Danke. Und toi, 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 wann ist die Hochzeit? Ihre Schwiegermutter sagt, Sie heiraten erst demnächst. Ach na ja, das wird sich zeigen, denke ich. Das dauert noch ein bisschen, ja? Gut, Frau Auer, schönen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören. So, das war Frau Auer, die es eindeutig gesagt hat. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch mal zeigen, unser Kühlschrank hier mit Geräuschen. Feuerstein hat das ja schon ein bisschen demonstriert. Diese Geräusche werden von einem Mann produziert, den wir hier exklusiv bei uns haben, der gefährlichste Musiker der Welt aus der Schweiz, Carlos Perón. Hey! Gerade an der Zuspielung haben Sie gemerkt, dass es auch ein älteres Publikum ist, das wir gern bei uns zu Gast haben möchten, wenn der musikalische Geschmack stimmt. Und ich weiß, dass auch viele ältere Menschen gerne ein Frettchen bei sich zu Hause aufnehmen würden, wenn es mit dem Wohnraum einfacher wäre. Auch dazu waren wir mit einer Umfrage unterwegs. Let it snow. Würden Sie ein Frettchen bei sich aufnehmen, wenn es Not leidet? Ja, kann ich ja nicht. Ich bin auch wohnen auf der Etage, ja. Viele Frettchen irren auch gerade über die Weihnachtstage alleine rum und wissen nicht, wo sie hin sollen. Wären Sie bereit, ein Frettchen bei sich aufzunehmen? Nee, ich wohne auf der Etage und habe keinen Garten, kein Nix, würde kein Frettchen nehmen. Nee, noch viele. Sind die nicht ausgestorben? Wenn ich als Frettchen in der Ranz wäre, würde ich bestimmt umsonst in den Kölner Wartesaal kommen. Das, glaube ich, ist so ein allgemeiner Frettchenwunsch. Wir haben dazu eine Statistik, Feuerstein, wo ist die? Du, ich habe die vorher hingelegt da. Nee, die hast du mir nicht hingelegt. Die war nee. Doch, ich habe die hier. Weil du den ganzen Kram hast. Moment, die war hier die irgendwo. Ja. Ach, der lieber Gott. Was ist mach das weg, ja? Kann Maggie das mal aufputzen, bitte? Ach so, ja. Maggie? Ich möchte, wo ist denn diese Statistik? Die Statistik jetzt, ja? Hier ist die Statistik. Ja. Vielleicht ja. Könntest du das kurz mal. Ich könnte ein bisschen essen, ne? Ist ja Zeit auch. Nein, ich möchte die Statistik lieber hören. Also, es ist so, ne? Frettchenstatistik. Es gibt also 32 Millionen Frettchen, davon aber nur 98.500 in Deutschland, von denen 13% schwul sind. Der zoologische Name lautet Mustela putoris fura. Sie gehören also zur Familie der Musteliden. Nee. Der Musteliden, warte mal, genau wie das Stinktier. Trotzdem benutzen nur 47% der Frettchen ein Deo und auch das nur unregelmäßig. Die Frettchen besitzen im Durchschnitt 17 Flöhe, 3 Läuse und ein Drittel Vorzugsaktie von Daimler-Benz. Sie sind mit dem Nerz verwandt, von dem sie sich den Pelz ausborgen, wenn sie mal abends groß ausgehen. Ja. 20 Pro- Danke. Reicht das dir schon? Ich fand, das war sehr interessant. Wir müssen jetzt anfangen, meine Damen und Herren. Denn wie bei jeder richtigen Show gibt es natürlich auch bei uns etwas zu gewinnen. Und zwar sage und schreibe ein Auto. Oh. Aber ganz so einfach wie woanders ist es nicht. Sie müssen ein Lösungswort erraten. Genauer gesagt, es geht um einen Teil des Lösungsworts, um einen Buchstaben. Und das Lösungswort ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach. Sie sehen es hier eingeblendet. Und das Schwierige ist, der letzte Buchstabe fehlt.
Wenn Sie wissen, wie der letzte Buchstabe dieses Wortes heißt, dann rufen Sie uns bitte an. Und zwar unter der Nummer, die Sie jetzt eingeblendet sehen, 0221 für Köln 50 83 54. 0221 für Köln 50 83 54. Der erste Anrufer, der uns sagen kann, wie der fehlende Buchstabe heißt, gewinnt einen nagelneuen Gebrauchtwagen im Wert von 1.000 Mark, den wir jetzt mal zeigen. Der steht draußen vor der Meierhalle. Das ist er. Knallrot. Und noch etwas Tolles. In vielen Shows, in denen es nur um Geld geht, bei uns geht es auch um Kohle, da ist es so, wenn Sie die Lösung richtig wissen, dann gibt es da noch zwei Schlüssel. Bei uns gibt es nur einen Schlüssel. Und das ist der Richtige. Die Frage ist nur, springt der Wagen an oder nicht? Also bitte, rufen Sie uns an, wenn Sie den richtigen Buchstaben wissen. Wir warten hier auf Ihren Anruf. Ich hoffe, es haben alle die Nummer gekriegt. Bis es soweit ist, können wir zum Beispiel mal diesen Hubschrauber hier, das ist der Stresshubschrauber gegen Stress im Büro. Man drückt drauf und der Hubschrauber fliegt. Das war jetzt, glaube ich, im Bild zum Beispiel nicht zu sehen, ja? Nee, war nicht zu sehen. Nicht so direkt. Ich kann aber noch mal die Frettchenstatistik rausholen. Das wäre auch noch ein bisschen was. Weiter, ja, da, weil ich habe das Gefühl, die Frettchenstatistik kam umwerfend gut an. Ich glaube, du das mit dem da Telefon. Ist noch, also 20% aller Frettchen hatten schon mal einen Herzinfarkt. 14% hatten mal, Drogenprobleme. Eine Frage davon, noch. Wie sind eigentlich die genauen Anzeichen für Herzinfarkt? Das ist ein Problem, ne? Also ist es mehr so ein Kribbeln? Hast du da irgendwie so getriggert oder was? Ich habe manchmal im linken Arm, habe ich so ein Kribbeln. Ja, es muss, manchmal ist es ein ziehender Schmerz, ne? Der geht darüber. Das ist vielleicht jemand. Ja. Jetzt nehme ich dieses Telefon hier. Hallo, guten Abend. Da guten ist. Abend. Ach. Guten Abend. Ich höre Sie sehr schlecht. Ehrlich? Ich höre Sie ganz gut, aber nicht über den Hörer. Ja, das ist ja gut. Können Sie mich verstehen? Ja. Mit wem spreche ich bitte? Sie sprechen mit Annemarie Lönnendonker. Frau Annemarie, von wo rufen Sie an? Aus Hennef, Söwen. Aus Hennef, das ist ja fantastisch. Jetzt muss ich Sie fragen, wie heißt der fehlende Buchstabe? Das ist ein N. Da wollen wir mal kontrollieren. Ich lasse das Programm hier abschauen. Sind Sie der Meinung, dass der fehlende Buchstabe ein N ist? Ja. Das Publikum sagt ja. Das freut mich. Annemarie. Oh, Wahnsinn. Ich bin überglücklich, Annemarie. Das freut mich. Und jetzt bleiben Sie bitte dran, Annemarie, am Schirm. Jetzt gehen wir raus und starten den Wagen für Sie. Ganz herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Spaß mit unserer Sendung, ja? Jawohl, danke. Tschüss, Annemarie, bleiben Sie dran. Ja, bleibe ich. Wahnsinn. Ja, ja, du. Wir haben einen. Ich gehe mit raus, ja? Wir gehen kurz raus und starten den Wagen. Für Sie hier drin gibt es ein bisschen Leberkäse und Getränke. Aber es hätte mich auch gewundert, wenn es nicht klappt. Weil wir du bist aber eine Saukälte, du bist ein Mantel. Nö, es geht schon. Ich starte den Wagen. Nur ganz kurz. Ne? Ja. Annemarie, wir gehen raus. Draußen schickes Rot. Ich freue mich auch gerade, dass eine Frau gewonnen hat. Ja. Weil es sonst einfach dann doch wieder... Hast du eine Marke? Muss es denn jetzt sein? Ja. Mein Gott. Annemarie, entschuldigen Sie bitte kurz. Ja, gib ihr zwei. Wir gehen raus. Nee. Ich starte den für Sie. Der Wagen ist zwar gebraucht, aber er ist 1.000 Mark wert. Und... Öl neu, Bereifung kontrolliert, Licht getestet. Es würde mich sehr wundern, wenn Sie nicht begeistert wären. So, vielen Dank. Und da begrüße ich auch unsere Frau Hube. Guten Abend, Frau Hube. Hallo. Sie kommen aus Düsseldorf, haben dort ein Geschäft für Verpackungen und werden den Wagen jetzt noch ganz toll für unsere Annemarie verpacken. Ich mache jetzt ein Geschenk raus, richtig? Ein Geschenk. Das machen Sie generell mit ganz vielen Sachen. Kommen viele Leute, die bei Ihnen so einpacken lassen? Kommen viele Leute, die was verpacken lassen und was verschönen lassen. Gibt es denn so was, wo Sie sagen können, das war das Verrückteste, was eingepackt werden muss? Eine Fabrikhalle. Eine komplette Fabrikhalle? Eine komplette Fabrikhalle, eine Frau. Also und. Tausend Dinge. Gut. Tausend verschiedene Dinge. Jetzt wollen wir unsere Annemarie nicht länger auf die Folter spannen. Der Wagen ist offen. Der Schlüssel steckt. Annemarie, das ist der Klang Ihres Wagens. Und... Aber gleich. Okay, war ein bisschen kalt, aber das ist Hammer. Das kostet uns vielleicht ein bisschen viel Zeit. Annemarie, ich
verspreche Ihnen, wir kümmern uns drum. Das gibt's nicht. Der Wagen ist getestet. Er springt an. Wir lassen jemanden kommen, der den Wagen repariert. Das ist Ihr Auto. Innerhalb der Sendung bringen wir den noch zum Gehen. Und dann ist das Ihr Wagen. Wir machen erstmal ein bisschen Musik. Wir haben einen Mann hier, der vor 5 Jahren weltberühmt wurde, weil er sich massiv für andere eingesetzt hat. Er hat das größte Rockspektakel zugunsten der Dritten Welt organisiert. Heute Abend ist er hier bei uns mit A Gospel Song, Bob Geldof. Ich möchte Ihnen jetzt Herrn Augustus Hofmann vorstellen. Herr Hofmann, Namens. Hallo, guten Abend. Herr Hofmann ist, ich glaube, man kann sagen, von Beruf Profizuschauer. Habe ich das richtig gesagt? Ja, vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Sie haben keinen anderen Beruf mehr? Im Nebenberuf noch, ja. Denn man muss ja schließlich ein bisschen Geld verdienen. Und die Anstalten, also die Fernsehanstalten natürlich, stellen natürlich für Profizuschauer noch kein Geld zur Verfügung. Nicht? Was machen Sie noch im Nebenberuf? Im Nebenberuf bin ich Versicherungskaufmann. Gut, das Interessante jetzt, Sie sind, glaube ich, Deutschlands erster und einziger Profizuschauer. Was macht ein Profizuschauer? Ja, ein Profizuschauer bringt erstmal Höchstleistungen als Zuschauer. Das heißt, er bringt ständig Spitzenleistungen, was natürlich nur ein Profi kann. Und er will vor allen Dingen durch hervorragende Leistungen den deutschen Fernsehzuschauer ein ganzes Stück nach oben bringen, so wie zum Beispiel Steffi Graf das deutsche Damentennis nach oben gebracht hat. Können Sie mal ein Beispiel sagen dafür, was eine Spitzenleistung ist, die Sie als Zuschauer bringen? Also eine Spitzenleistung, also ich kann mehrere Leistungen sagen, aber eine Spitzenleistung wäre, dass ich als Profizuschauer den Anspruch erhebe, zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Fernsehens anstelle des Bundeskanzlers die Neujahrsansprache halten zu dürfen. Mit welcher Begründung? Ja, mit welcher Begründung? 40 Jahre Ansprache, Bundeskanzler, das reicht jetzt mal langsam. Es soll mal jemand anders die Neujahrsansprache halten, vielleicht ein Metzger, ein Bäcker, ein Sozialhilfeempfänger oder sonst jemand. Nun muss man ja sagen, Metzger, Bäcker, Sozialhilfeempfänger, das sind ja alles Berufe, die durchaus noch möglich machen, dass jemand trotzdem Bundeskanzler wird. Aber Sie haben etwas festgestellt, was Ihnen jetzt am Wochenende in der Presse aufgefallen ist, was Ihnen gar nicht gefallen hat? Ja, dazu muss ich Folgendes sagen. Ich sitze natürlich hier auch, weil mir persönlich Fernsehunterhaltung sehr, sehr wichtig ist. Ja. Und vor allen Dingen, weil ich der Ansicht bin, Fernsehunterhaltung kann man nicht einfach so alleine lassen. Da muss man sich drum kümmern. Und ich kümmere mich darum. Und Sie sehen ja, ich habe einen Monitor. Ich mache auch Bewertungen, da komme ich gleich drauf zurück. Können Sie mal vielleicht auf Anhieb ganz kurz sagen? Ich bin aber auch sauer. Ganz kurz, was sind 3 Sendungen aus dem Hut, die Ihren Ansprüchen genügen? 3 Unterhaltungssendungen. Ja, zum Beispiel, was ich bisher gesehen habe, diese Sendung hier. Und zwar diese Sendung möchte ich benoten bis jetzt mit der Note 10,0, und zwar deshalb, weil mir die Winkszenen unwahrscheinlich gut gefallen haben, weil das ein Stück Demokratie im Fernsehen ist. Das ist sehr schön formuliert, aber das könnte... Herr Schmidt, ja. Ich möchte doch darauf zurückkommen, weil mir das wichtig erscheint. Ja. Ich möchte einfach nicht, dass deutsche Fernsehunterhaltung so verarscht wird, wie das am Wochenende geschehen ist, von einer großen deutschen Zeitung, man kann es ruhig mal sagen, das ist der Kölner Stadtanzeiger, der hier auf Seite 6 zum Beispiel einen kleinen Vers bringt, und zwar TV, Schau. Tragen Sie ihn bitte mal vor. Schau schreiben die mit S-C-H-A-U, und zwar lautet dieser kleine Vers: Ich baue mir ein Nudelholz und lasse einen Pudelstolz darauf heben seine Pfoten, und fragt mich irgendwer, was soll's, der Pudel auf dem Nudelholz? Es hebt die Einschaltquoten. Ist das nicht total beknackt? Es ist in gewisser Weise ein Skandal. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt ja vielleicht doch sehr viele Leser und Zuschauer, denen das auch gefällt. Und wir haben eine Demokratie, das heißt, Pressefreiheit ist ja eines der wichtigsten Grundgesetze in unserer Demokratie. Ich möchte Ihnen eines sagen, viele Leute haben ja Angst, dass die Grünen sind nicht mehr im Bundestag. Wir können Ihnen versprechen, das Waldsterben geht weiter. Wir waren mit Schmidt einander draußen und haben ein Beispiel, was mit den Weihnachtsbäumen heutzutage passiert, vor allem dann, wenn Weihnachten rum ist. Bitte dieses schockierende Dokument jetzt einzuspielen. Thank you.
wir alle sind uns einig, das ist ein Skandal und wir möchten dafür kämpfen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert, zumindest nicht mehr vor Weihnachten. Herr Hofmann, wir kommen nachher noch mal detailliert auf Ihre Ausführungen zurück. Unter anderem werden Sie, das kann ich jetzt schon ankündigen, auch die Neujahrsansprache bei uns halten. Darauf freue ich mich sehr. Das ist die Sensationspremiere bei uns. Wir wollen jetzt mal kurz Annemarie rausschalten für Sie, um zu gucken, was Ihr Auto macht. Es müsste jetzt einmal klappen. Vielleicht können wir kurz mal sehen, was der Wagen von Annemarie macht. Frau Hube, verdammt. Das Sandmännchen startet. Ja, das muss irgendwas am Verteiler sein. Ja? Oh. Annemarie, das ist okay. Das kriegen wir hin. Annemarie, bitte bleiben Sie dran. Ich verspreche es Ihnen persönlich, der Wagen läuft am Ende der Sendung. Premiere, es kann schon mal passieren. Ich würde sagen, das könnte vielleicht ein bisschen ungünstige Stimmung machen. Wir machen einmal wieder Winken für die Oma so lange. Ja? Wer sind die nächsten Herrschaften, die winken? Da hinten Eva und Wilma. Jawohl. Wilma winken. Packst du bitte an. Und da gehen wir einmal rein. Vorsicht. Einmal winken für die Oma. Ihr zwei, ne? Ja. Toll. So. Und auch für Peter und aus Gustorf. Und bitte winken Sie jetzt. Jawohl, da wird die Laune wieder gleich ganz anders. Und da ist auch schon Oma Sharif mit der Batterie. Endlich mal ein nützliches Geschenk. Und ich guck mal kurz rüber in unsere moderne Küche. Geht's? Oma, kommen Sie durch mit der Batterie? Na, sonst können die Herrscher. Du kannst mir gleich helfen mit der Gießkanne. Hilfst du mir da? Schwer, gerade für eine ältere Dame. Und dann schauen wir mal zum kurzen Zwischencheck rüber. In unsere Küche. Wo Thomas und Röttger dran sind. Hier sind wir schon. Thomas, wie sieht's aus? Die Hals-Maultaschen, die kommen jetzt ganz gut. Wir machen jetzt mal, wir müssen improvisieren. Röttger, mach du mal bitte hier diese Gießkanne hier rüber. Vielleicht kannst du mal erklären, was das Wichtige ist, wenn jemand also, diese Hals-Maultaschen zu Hause nachkosten möchte. Ja, bei der Sache kommt's drauf an. Nehmen Sie ein bisschen Platz, Oma Sharif. Du musst dann Zwiebel schneiden, nicht vergessen. Bitte? Nicht? Du musst dann Zwiebel schneiden. Die Zwiebel ja. schneiden. Machst du das, ja? Komm gleich dran. Hinterm Rücken musst du die trennen, sicher hinterm Rücken. Was ist das Wichtige bei den Halbmaultaschen? Hier ist das Wichtige dran, dass man diese komische Tomatensuppe, die man da hat, die mag man doch nicht mehr nach dem dritten Mal. Und wir machen einfach diese Ravioli, die von der Tankstelle stammen, die machen wir jetzt mal ein bisschen anders. Machen wir eine neue Soße zu, werden schön angebraten. Und beim Essen sollen wir auch nicht reden und dann hält man eben das Maul. Und jetzt, wir haben jetzt kein richtiges Sieb hier, dann habe ich es so gemacht, dass ich hier unten mal ein bisschen Löcher reingebohrt habe und oben einen Deckel auf. Und der Röttger, der wird das jetzt mal ein bisschen hier abbrausen. Gut, das kommt dann schon hin. Aus. Ne? Das ist Improvisation. Und es sind vor allen Dingen auch alles Naturstoffe. Und ich darf diejenigen unter Ihnen, meine Damen und Herren, die jetzt so aussagen, hier wird ja mit Lebensmitteln. Hier wird mit Lebensmitteln Schindluder getrieben, das ist nicht so. Es ist ein spontanes Menü, das auch in der schlichten Küche von jedermann nachzukochen ist. Und selbstverständlich haben wir hinterher Gäste eingeladen, die das alles essen werden. Ich selber kann es aus gesundheitlichen Gründen nicht. Mit? Ich esse dann später hinterher. Nee, wir kochen, bis der Arzt kommt. Ich würde sagen, wir lassen euch jetzt im Moment alleine. Und machen mal hier weiter. Ich möchte Ihnen jetzt etwas ganz Tolles zeigen. Das heißt, wir sind ja, glaube ich, Mein Name ist auch René und was ist der kürzeste Manta-Witz, den es gibt? Manta vor der Uni. Noch ein? Stand letztens in der Zeitung, tausche Manta und schwangere Friseuse gegen Hauptschulabschluss. Sag mal, wer ist das? Wer hat das reingedickt? Das gibt's nicht. Meine Damen und Herren, ich möchte mich dafür entschuldigen, davon wusste ich nichts. Es ist in meinen Augen ein Skandal, dass über Leute heute bei uns gelacht wird, nur weil sie bestimmten Autos fahren. Ich habe neulich gelesen, es gibt es auch schon nur, weil einer irgendwo wohnt. Es gibt schon über Menschen, die in Bergheim hier bei Köln wohnen, ähnliche Witze. Ich darf Ihnen versprechen, solange ich auf diesem Stuhl sitze, werden diese Witze bei uns nicht verbreitet. Jawohl! Jawohl. Ja. Dann können Sie auch mal sauer werden. Nein, das muss möglich sein, dass man da einschreitet. Möchte ich jetzt bitten, wieder in eine etwas intimere, romantischere Stimmung zu geraten. Wir erwarten Damenbesuch, das heißt für mich Shampoos-Time. Zwei Pikolöchen werden die Stimmung sicher heben. Und Feuerstein, ich sehe deine Augen an. Du weißt, dass für dich jetzt nichts direkt zu trinken gibt. Wir erwarten eine Dame, die
einen Beruf ausübt, der gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit sehr vielen gestressten Familienvätern und Leistungsträgern Entspannung bietet. Ich begrüße in Schmiteinander unsere Uschi. Guten Abend. So. Uschi, guten Abend. Von Pfarrer. Bitte den Platz. Danke. Was ist denn? Die haben was vergessen in der Aufnahmeleitung. Sind Sie so lieb, Sie haben die Adresse nicht angegeben. Schreiben Sie auf. Nichts sagen kann man nicht machen, na, werbungsmäßig und so. Aber nicht die Privatadresse? Nein. Ja. Die Adresse da. Du gleich, ich bin gleich draußen. Mach. Ich würde sagen, ich gut. Lasse so lang. Champagner, ha? Erdbeer. Nur echter. Jawohl. Das war die Tankstelle bei mir direkt um die Ecke. Und das Schöne ist, man braucht nicht noch ein Tablette. Telefon auch. Nee, ist gut, ja. So. Hey! Ja, jawohl. Haben wir's? Danke. Wo war das? Ich krieg's raus in die. Findest wie du das? Ist Rolzhofer? Wie heißt es? Rolzhofer? Nee, nicht sagen, nicht Sie. Nein, nein. Ja. Gut. Okay, Uschi, ich freue mich, dass Sie hier sind. Erstmal ein Pulserchen und herzlich willkommen auch auf unserer Premiere. Dankeschön. Ich könnte mir vorstellen, Gläschen Shampoos zum Angewöhnen zur Entspannung. Das ist auch eine Art, wie man vielleicht bei dir begrüßt wird. Man kann das ruhig offen sagen. Du arbeitest in einem FKK-Club. Das ist richtig. Da sind vorwiegend Herren zu Gast, die, ich habe es vorhin schon gesagt, Entspannung suchen, die auch was für die Gesundheit tun wollen, die auch ein bisschen was fürs Herz wollen. Kann man denn in dieser Branche, über die wir, glaube ich, alle nur Klischee-Vorstellungen haben, auch von einem Weihnachtsgeschäft sprechen? Aber selbstverständlich kann man das. Ich würde sagen, das Weihnachtsgeschäft ist sogar für uns das beste Geschäft. Wie wirkt sich das anders aus im Vergleich zum Rest des Jahres? Sagen wir mal so, im Allgemeinen ist es auch sehr gut. Aber das Weihnachtsfest bzw. die Weihnachtszeit, würde ich sagen, die ist in der Beziehung größer und stärker. Weil die meisten Männer, die haben Weihnachtsgeld bekommen und sie möchten sich dann auch vor Weihnachten noch mal richtig austoben. Ist es denn so, dass die Männer dann auch tatsächlich ein bisschen eine Ecke spendabler sind oder sitzen die auf der Kohle? Nein, auf keinen Fall. Sie sind sehr spendabel. Das heißt, sie geben uns viel Champagner aus und sie geben auch von sich aus sehr viel Trinkgeld. Zu wie viel arbeitet ihr in eurem Betrieb? Wir sind so 5 Mädchen. 5 Mädchen. Das heißt, ihr seid altersmäßig ein bisschen gestreut? Von 20 bis 37, wie ich bin. Und auch was den Figurentyp angeht? Ja, auf jeden Fall. Wir haben fast ausschließlich nur Schlanke. Ich bin das einzige Mollige. Weil es auch Männer gibt, die ganz gezielt da von sich ein bisschen entspannen wollen. Selbstverständlich, die Geschmäcker sind immer unterschiedlich. Wie sieht das aus, wenn man sich bei euch entspannt? Ist das nur, dass man ein Gläschen miteinander trinkt und sich vielleicht auch ein bisschen zurückzieht? Nö, wir ziehen uns auch, wir ziehen uns auch zwischendurch zurück. Ja, selbstverständlich. Aber es gibt auch die Möglichkeit bei euch zum Beispiel, sich massieren zu lassen. Das gibt es, ja. Bei uns gibt es zum Beispiel 3 verschiedene Massagen. Das ist einmal die japanische Massage, dann die thailändische Massage und die kräftige Körpermassage. Die machst du? Die mache ich. Wie unterscheidet die sich zum Beispiel von der japanischen Massage? Das ist Berufsgeheimnis. Aha. Du könntest auch nicht jetzt, sagen wir mal, so in Einzelteilen an mir, wenn ich also mich hinlege. Also was mich betrifft, meine Massage kann ich ruhig verraten. Könntest du ein bisschen vorführen? Mit ein paar Warum Griffen soll ich vielleicht? Dich jetzt massieren? Nur mit ein paar Griffen, damit man vielleicht einen gewissen Eindruck hat? Oder, das ist die kräftige Massage, wenn du das aushältst. Wie soll ich mich mal hinlegen? Bitte, tu es. Auf den Bauch oder auf den Rücken? Das ist mir egal, wie du möchtest. Dann lege ich mich vielleicht so hin, dann ist es mit dem Reden einfacher. Ja? Und? Ich fange alle Fußstücke an, massiere die Oberschenkel, die Hüfte, der Bauch, der Nacken und hinten die Schultern. Da würde ich mich dann umdrehen. Und das Gleiche drehst du dich dann um. Alles andere ergibt sich später. Aha, da zieht ihr euch dann ein bisschen zurück. Ja. Wie alt sind denn so in etwa die Besucher, die bei euch kommen? Oh, das kann ich Ihnen auch sagen. Wir haben von ganz jung, das heißt, der Jüngste, den wir hatten, waren 18. Da hatte ich das Vergnügen mit gehabt, bis zum Ältesten von 65. 65? Ja. Beamter? Darüber sprechen wir nicht und die Herren sprechen auch nicht darüber. Ihr habt aber Stammkunden. Wir haben sehr viele Stammkunden, ja. Habt ihr denn Verständnis, wenn die Herrschaften, sagen wir mal, gegen Ende der Behandlung sagen, Schatz, ich muss jetzt heim zur Familie? Selbstverständlich habe ich Verständnis dafür. Ihr werdet da nicht irgendwie sauer? Kein bisschen. Wir wissen ja, die Gäste sind zufrieden und sie kommen gern zu uns zurück. Habt ihr denn die Möglichkeit, zum Beispiel Leute auch
fernzuhalten, wenn da so ein Betriebsausflug kommt, der schon ordentlich eingebechert hat und jetzt einfach nur noch die Sau rauslassen möchte? Wenn es ein Stammgast ist, lassen wir ihn sogar gerne rein. Und wenn es ein fremder Gast ist, dann sagen wir, geh erstmal dich ausschlafen, morgen kommst du wieder. Wie lange machst du jetzt den Job? Ich selber mache ihn persönlich 24 Jahre. Bin aber in unserem FKK-Club erst 1,5 Jahre. Ja. Und hast Spaß noch dran? Immer noch. Was ist für dich das Entscheidende? Ist es mehr ein Job oder ist es eine Sache, wo du auch dahinter stehen kannst, privat? Ich würde sagen, es ist, wie soll ich mich ausdrücken? Ich würde sagen, ich verbinde das Nützliche mit dem Gemütlichen. Der gemütliche Teil, den können wir uns alle vorstellen. Und der Nützliche ist, dass du ja auch deine Miete und so weiter bezahlen musst. Selbstverständlich. Ja? Dann habt ihr Jeder hat seine Unkosten. Dann habt ihr eine Spielwiese? Ganz große sogar, ja, mit Spiegeln. Mit Spiegeln? Sogar Himmelbett drüber. An der Decke? Nee, da ist das Himmelbett. Das muss man selber kommen. Da muss man selbst kommen, ja. Wie sieht es an Weihnachten bei euch aus? Habt ihr offen? Wir haben die Weihnachtstage zu, aber zwischen Weihnachten und Neujahr ist wieder geöffnet. Da macht ihr dann auf. Silvester auch? Silvester sind wir uns noch nicht einig, wahrscheinlich ja. Kann man denn sagen, dass so nach dem Fest, nach Heiligabend, Weihnachtsfeiertag, ein größerer Ansturm da ist als in den letzten Tagen vorher? Puh, ich würde sagen, jein. Was heißt das? Jein heißt ja und nein. Aber im Allgemeinen ist der Ansturm vor Weihnachten viel größer. Ist größer. Ja. Ja, nein, vielen Dank. Und wenn es jetzt so ist, dass man einen 18-Jährigen zum Beispiel wie du, doch man kann sagen, in die Liebe einführt, ist das dann für dich eigentlich nochmal ein Erlebnis, dass dir auch Ja, ich würde schon sagen, ja. Weil ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, er war noch nie mit einer Frau zusammen gewesen. Und du kannst jetzt von mir denken, was du möchtest, aber ich kann das ganz offen sagen. Ich habe nichts zu verheimlichen. Er war für mich beziehungsweise der Mann war für mich das Größte. Das heißt, ich habe das erlebt, sozusagen ihm die Unschuld genommen zu haben. Ja. Und das ist für dich ein Erlebnis, wo du auch heute noch gerne dran zurückdenkst. Aber selbstverständlich. Ich nehme an, er auch. Uschi, ja. Schönen Dank, schöne Weihnachten und ein erfolgreiches 1991. Danke für den Besuch. Danke. Tschüss. Danke dir. Ciao. So, Feuerstein, ich muss dir sagen, diese Geschichte erinnert mich in eins. Was ist das eigentlich? Du, das habe ich dir vorhin gesagt, das ist eine fleischfressende Pflanze. Wieso frisst die Blumen, die fleischfressende Pflanze? Naja, weil die vegetarisch ist, ne? Ach so. Du, die hat mal diesen scheußlichen Film gesehen über Schlachten. Und seitdem frisst sie mir kein Fleisch, ne? Ja, ja, ehrlich. Du, Ganze Geschichte, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so gegangen ist, hat mich ein bisschen erinnert an Pretty Woman, an diesen Film mit Richard Gere und Julia Roberts. Kennst du den Film vorher? Ja, ich komme mal ein bisschen rüber. Kennst du den Film? Nee, den Film kenne ich nicht. Welchen? Pretty Woman. Oh nein. Richard Gere, man soll nicht immer vom Äußeren ausgehen, wo Richard Gere ein Mädchen von der Straße holt. Meine Lieblingsszene in diesem Film ist, Richard Gere liegt mit Julia Roberts in der Badewanne. Ja. Julia Roberts liegt gegen die Rückseite von der Badewanne gelehnt und seift Richard Gere ein. Ja. Und Richard Gere sagt, der Satz, ich hasse meinen Vater, hat mich $10.000 beim Psychiater gekostet. Nicht? Ja. Und sie seift ihn ein und an dieser Stelle habe ich gesehen, dass Richard Gere unterhalb der linken Brustwarze 3 ganz auffallende Muttermale hat. Ach. Ja, wo ich mir gedacht habe, die sollte sich mal anschauen lassen von einem Hautarzt. Diese Dinge sind nicht ungefährlich. Hast du sowas auch, oder? Ich hatte, nein, noch nie. Da Hautprobleme hatte ich nie. Du, da muss man aufpassen. Die können da so leicht ein bisschen. Ja, weil diese Hollywood-Stars ja auch ganz stark unter der Sonnenbank und so weiter liegen. Also da hat mich gewundert. Du, ich kann nicht mitreden. Ich kenne den Film nicht. Ja. Gell? Ich kennst du Goodfellas? Haben Sie Goodfellas gesehen? Ja, Mafia, ne? Das ist ja, viele sagen ja, er ist Goodfellas, so niemand gesehen hier. Das gibt's nee, nicht, diesen ne? Mafia. Für viele sagen, er ist ja zu brutal. Er ist ja auch brutal, obwohl es auch tolle Szenen hat. Meine Lieblingsszene ist die, wo Ja, Robert De Niro. Robert De Niro fährt mit 2 Kumpels nach Miami und es sitzt ein Mensch am Tisch, der hat lange Zeit seine Schulden nicht bezahlt. Ja. Und plötzlich geht Robert De Niro von hinten an diesen Menschen ran und haut ihm 400. Das war mir dann aber irgendwie doch zu brutal. Du, naja, aber irgendwo hat der Film natürlich schon was gehabt. Ja. Ich fand's toll, diese allererste Sache. Als ich ein Kind war, wollte ich immer Gangster werden. Wirklich? Wolltest du das auch? Ich meine, du hast es ja geschafft, aber wolltest du das auch? Nein, ich würde nie einen Konkurrenten im Kofferraum so mit dem Messer oder was wieder in Goodfellas passiert. Ja, das war hart. Nee, ich wollte eher so die traditionellen Lokführer oder ich wollte auch mal Pfarrer werden oder so. Was wolltest du werden? Du, also kommt drauf an, wie ich ganz klein war, also noch kleiner als jetzt, da wollte ich Krampus werden, ne? Krampus? Ja, Krampus. Das ist so der Kumpel vom Nikolaus.
Ach, du weißt das, ist eine alpenländische Version davon, ne? Ja, weil man wirklich so giftig sein kann und die Mädels hauen und das ganze Zeugs, ne? Das war dein Wunsch. Aber, naja, also nur bis ich so 6, 7 Jahre alt wurde, dann wollte ich Frauenarzt werden, ne? Wieso? Du, ich habe da mal meine große Schwester nackt gesehen und da haben wir gedacht, das ist ja furchtbar, ne? Da müssen wir ja was tun. Wieso? Sah die anders aus als du? Eben nicht, ne? Eben nicht. Das heißt, weißt du, was ich glaube? Das war nicht deine Schwester, das war deine Mutter. Aber das ist so, dass ich eigentlich nur noch ins Kino gehe, im Grunde, um mir die Werbung anzugucken. Ja. Ich weiß von vielen Leuten, die sagen, die geilste Werbung ist eigentlich die kennen Sie, wo dieser Typ auf einem tierischen Motorrad in dieses Wall Street Büro reinführt. Kennst du das? Ja! Er fährt rein. Ja, geile Maschine. Alle gucken. Am Schreibtisch sitzt eine Frau. Er fährt an diesen Schreibtisch hin, nimmt eine Lederjacke. Ja. Jeans raus. Wirft der Frau die Jeans auf den Tisch. Die Frau zieht den Rock aus. Ja. Zieht die Jeans an und wer fährt mir die weg? Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Frau hat nichts drunter an. Wahnsinn. Ja, das ist so raffiniert. Ich hab's im Video Slow Motion laufen lassen, ist nicht zu sehen. Ja. Nee, ich finde das auch tierisch toll. Ich habe da auch so die Fantasie, dass hinter mir die Nussbusch sitzt und mich so festhält. Ne? Das ist, weil er in der Ranz ist. Er ist im Grunde schlimmer als ein Frettchen in der Ranz. Nee, also bei dir denkst du ja eher, dass die Rita Süssmuth hinten sitzt. Ne? Nein, Patrick Swayze. Ja. Der von Ghost, meinst du? Ja. Hast du den Film gesehen? Nein, weil Horrorvideos mag ich nicht. Du, der Film hat den auch niemand gesehen hier. Ghost mit Patrick Swayze? Ghost. Mir gefällt auch nicht, wie Patrick Swayze sich bewegt. Du, Patrick Swayze, ich meine, der ist ja nicht der größte Schauspieler. Ist ein bisschen ähnlich wie du, aber er hat so einen blöden Gang drauf. Ne? Wieso? Ach, Carlos, wirklich, muss ein bisschen seriös sein. Ne? Du, die Handlung ist ja nun toll. Ne? Da ist also ein Typ, der ist tot. Aber der weiß nicht, dass er tot ist. Ne? Ja. Also so wie die Grünen. Und der lebt also weiter, wird aber von niemandem wahrgenommen. Ne? Und das hat mir natürlich nicht gefallen. Der hängt immer rum bei so einer fürchterlichen Trantüte, die heult immer und alles das. Und da ist ja unsichtbar. Ne? Also du, wenn ich so ein Ghost wäre, du Nussbusch, ne? Das sind ja diese Geschichten, die nicht ankommen bei Ihnen, das merke ich. Dass ich ihm auf der Probe gesagt, er steht nämlich auch, und das ist mir schon peinlich, er auf steht Madonna. Auf Madonna. Ja. Steht hier niemand? Bin ich der Einzige oder was? Ja. Nein. Ja, ich weiß, niemand geht ins Kino. Madonna. Ich habe dieses Skandalvideo von Madonna gesehen. Ja, du hast uns auch was eingebrochen. Ja, man sieht aber im Grunde nichts. Man sieht den Arsch. Du, aber man denkt was. Ich meine, das ist der von Madonna. Oh, komm. No, komm. Und zwar ohne Ohren. Also du bist ein Schellbüßer. Ne? Nein. Ja. Und es ist wirklich. Sie richtig, haben es vielleicht in der Presse gelesen, dass wir das Video von Madonna zeigen, das Skandalvideo. Das hat lange Aufregung gegeben. Aber ich habe gesagt, das setzen wir durch. Hier löse ich das Versprechen ein. Wir zeigen hiermit das Video von Madonna, nur können wir es leider nicht senden. Dazu ist es wirklich zu scharf. Aber wir machen jetzt Musik mit einer Kölner Gruppe, die gerade ihre erste LP fertiggestellt hat. Die Gruppe heißt Ballhaus, so heißt auch die LP. Und sie singen jetzt eine Nummer nach einem Text von Christian Morgenstern. Hier ist Ballhaus. Können Sie mal ein bisschen vorführen, ist die Maschine denn sehr kompliziert zu betätigen? Nein, also unsere Maschinen sind ganz einfach zu bedienen. Man legt zum Beispiel bei dieser Maschine, ich bin gerade einen Ärmel am Stricken, einfach nur den Faden dort drüber und geht mit der Maschine entlang und schon ist eine Reihe gestrickt. Geht zurück, auch ganz einfach. Zieht auch gleichzeitig die Maschen, die Reihen. Die Maschen sieht man auch und das sehen Sie, ganz einfach. Und ist das auch für jemanden wie mich zu machen, der noch nie eine Strickmaschine bedient hat? Aber sicher, möchten Sie noch versuchen? Wollen wir es mal versuchen? Halten Sie vielleicht mal das Mikrofon? Aber sicher. Legt mal einen Faden weg. Drücken, wo die Bilder hin. So, jetzt. Den Faden einfach drüber legen. Nein, so. Locker drüber legen. Liegen lassen. Locker lassen. Einfach liegen lassen. Lassen Sie fahren. Liegen, jetzt führen Sie es einfach nur drüber. Prima. Und jetzt wieder zurück? Ja, jetzt so. Ups. Ein bisschen zu viel Schuhe. Huch, habe ich jetzt was kaputt gemacht? Oh, du lieber Gott. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Na, Sie haben etwas falsch. Sie sind da zu ruckartig reingegangen. Sie müssen das etwas vorsichtiger machen. Ja, aber das wollen Sie doch jetzt nicht zeigen, oder? Nee, jetzt probiere ich es noch mal ein bisschen langsamer, ja? Wir warten Sie, machen wir das mal gerade.
Das schneiden Sie bitte raus. Ja, nee, das war ja. Und jetzt vorsichtig drüber. Wie teuer ist denn so eine Maschine? 598 Mark. Warum lachen Sie jetzt? Nein, ich lache nicht. Nee. Frau Ranzio, Sie haben ja auch wirklich nichts dafür gekonnt, aber ich hoffe, Sie haben nicht nur Kunden, die sich so dämlich anstellen wie ich. Nee, das war eigentlich das erste Mal, dass das passiert ist. Und die anderen können mit so einer Maschine besser umgehen? Ja, im Allgemeinen ja. Aber ich habe Sie trotzdem bewundert, mit welcher Geduld Sie mir das erklärt haben. Ne? Ja, nochmal schönen Dank. Bitte. Wir haben einen Herrn, der vielleicht noch was hier hat, falls Sie ein Hundefreund sind, Herr Politz. Namen Herr Politz. Herr Politz, wie war das? Sie haben mal eines Tages einen Schrottplatz gekauft? Ja, ich habe einen Schrottplatz gemietet und ein Stück von diesem Schrottplatz war ein Rottweiler, mit dem ich mich nie ganz einig werden konnte, wessen Schrottplatz das denn nun ist. Das heißt, ich lag halt sehr oft unter dem Hund und bin gebissen worden. Und da habe ich ein eigentümliches Verhältnis zu Hunden bekommen. Und in den Städten ist immer weniger Platz und trotzdem haben viele Leute Tiere. Man muss morgens Slalom laufen, um irgendwie um Hundehaufen rumzukommen. Und ich dachte mir, dass auch so Tiere mal ein bisschen rationeller irgendwie transportiert und gelagert werden müssen. Und deshalb habe ich mir diesen Hundehalter hier überlegt. Das ist ein praktisches, kleines, preiswertes Teil. Ja. Man kann vielleicht, wenn man technisch ein bisschen begabt ist, erkennen, dass es von einer Bügelsäge abstammt, man muss sie nur ein bisschen verändern und schon hat man einen wunderbaren Hundehalter. Da sind Sie auf die Idee gekommen, diesen. Haben Sie das mal mit Hunden, mit Hundefreunden besprochen, was die davon halten? Die sind ja wahrscheinlich nicht einhellig davon begeistert. Ja, das möchte ich aber hier jetzt nicht so wiedergeben. Es ist, was die gesagt haben. Mehr etwas für Hundefeinde, glaube ich. Aber es ist ja nicht böse gemeint. Ich meine, wir haben ja auch wirklich einen juristischen Tipp. Ich weiß nicht, wenn Sie zum Beispiel Ihren Hund oder Ihren Mann verlassen haben, das heißt, die Ehe ist gescheitert, dann gibt es sehr oft Krach, dass man sagt, gut, du kriegst die Kinder, aber ich will den Hund. Das Familiengericht in Burgwedel hat jetzt entschieden, es gibt ein Besuchsrecht für Hunde. Sie können, wenn Ihr Partner Sie verlassen hat, mit dem Hund, einmal in der Woche den Hund sehen. Sie dürfen dem Hund aber nicht mehr als 3 Leckerbissen geben. Das hat das Amtsgericht in Burgwedel entschieden. Sonst wird der Hund so verwöhnt, dass er hinterher zu Hause nichts mehr frisst. Und für alle Katzenfreunde eine interessante Sache, die ich auch nicht wusste, die beliebtesten Katzennamen. Haben Sie eine Katze? Nein. Können Sie sich vorstellen, was der beliebteste Katzenname ist? Nein. Nee, ich frage mal hier. Wissen Sie Platz 1 der Katzennamen? Was ist das? Muschi. Muschi? Nee, habe ich auch gedacht. Muschi ist auf Platz 3. Platz 1 ist Peterle. Ja. Platz 2? Harald. Nein. Der kommt noch hinter Muschi. Platz 2 ist Minka. Dann kommt Muschi. Und dann kommt. Dann kommt Morle. Und dann kommt Felix und dann kommt Mäxchen. Das sind die Katzennamen. Ja, erstaunlich, nicht? Darf ich mal fragen, wer hat Katzen hier bei Ihnen? Die Dame da hinten hat ja 3, ne? Sie kriegen nachher noch von uns diesen Katzenkalender. Mein untrügliches Gespür für Abläufe sagt mir, dass wir jetzt einen lockeren Teil einschieben. Wir machen mal Winken für die Oma. Etwas Neues bei uns, das wir erst 2-mal gemacht haben. Feuerstein! Ah, du hast den Rahmen da hinten. Wir sind, glaube ich, hier in der Ecke, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Bei 2 netten jungen Herren, die jetzt immer winken, okay? Hier. Wer? Winken Ach, ihr. Ja. Ach, ihr. Hier. Ach, die mit den vielen Und Flaschen. Und bitte winken Sie jetzt. Ja, warum nicht auch mal im Dunkeln winken? Jawohl. Tja, du, ich glaube, unsere Omi... Unsere Oma ist weg. Die Batterie kommt, die Batterie kommt. Ich weiß, warum... Ah, ist sie, ist sie. Oma Sharif. Hallo. Gleich mal einen Applaus für unsere Oma, die ist hier der ganze Arbeit. Hier sind die beiden Herren. Oma, wir beiden sind die. Ja, die Batterie. Und wir machen jetzt einen Zwischencheck auf unserer Küche. Wo inzwischen eigentlich das Menü fertig ist. Thomas, kann man das sagen? Wir sind fast fertig, ja? Ja. Kannst loslegen. Kannst du mal die Menüfolge sagen, die es geben wird? Ja, kommst mal mit rüber. Hier, guck mal. Hier haben wir das ist die Bounty-Brause. Bitte keine Markennamen. Es gibt auch noch Duplo, Hanuta und Snicker. Ja, das ist jedenfalls die Bounty-Brause. Die habe ich extra für euch hier gemacht. Ja. Dann da drüben haben wir den Hauptgang. Das sind die Hals-Maultaschen. Ja. Guck mal, habe ich schön ein bisschen aufgezwiegelt, jetzt kann man das Zeug überhaupt erst Wer essen. Wer hat die jetzt heute schon mal gegessen? So sehen die ja aus, ne? Ja, hast du den Eindruck? Ja, schon ein bisschen. In Schwaben sagt man Breckeler gelacht. Ja? So. Aber schmeckt cool. Muss man probieren. Gut. Und dann haben wir noch Zuckerei.
Was ist das? Zuckerei. Zuckerei als Dessert. Ja. Wenn wir es mal hier hin zeigen. Mhm. Oh, das sieht aber gut aus. Guck mal. Das ist ja im Grunde in gewissen Lokalen alles zwischen Sauce Bernays und Savaglione. Mhm. Ne? Und schmeckt. Je nachdem, was man bestellt, Alfredo, hol die Pampe. Da, ja, da ist noch ein bisschen Amaretto drin, das geht voll ins Zahnfleisch. Ja, hast du noch ein paar Markennamen? Oder wie? Müsst ihr irgendwie einen Film finanzieren oder ja, was? Aber, irgendwie ha? Schon, ja. Man hat das Gefühl, ihr habt einen Zeichentrickfilm, der irgendwie floppt. Naja, gut, das würde ich zu weit führen. Ich möchte jetzt die vier glücklichen Menschen begrüßen, die das heute Abend essen dürfen. Es sind vier Herrschaften, die kommen aus Düsseldorf, wo man alle ist. Guten Abend. Herzlich willkommen, Frau Brinkmann. Und einen Moment bitte, ich nehme mal gerade die Schüssel weg. Nehmen Sie bitte Platz. Frau Brinkmann und drei Gäste von der Düsseldorver Mitesszentrale. Frau nee, Brinkmann, wir die Sie gegründet haben. Erzählen Sie mal ein bisschen, was ist eine Mitesszentrale? Ja, das sind also Hobbyköche, die gerne Gäste bekochen möchten. Und auf der anderen Seite sind die Mitesser, die nicht kochen können, keine Kochgelegenheit haben oder einfach keine Lust haben zum Kochen. Und die vermittle ich dann zu den Köchinnen oder Köchen. Das heißt also, in welchem Rahmen, wie viele Leute sind das so im Schnitt, die da eingeladen werden? Das sind immer so 4 bis 6 Personen ungefähr. Ne? In Privathaushalten? Ja, genau. Mhm. Wenn also jemand sagt, ich koche gerne, aber ich weiß nicht, wer es hinterher ist, dann ruft er Sie an. Sie vermitteln das hin? Ja. Wann haben Sie damit angefangen? Ich habe im März damit angefangen, und zwar in Düsseldorf, aber das zieht also schon immer größere Kreise bis Köln, Leichlingen, Hilden und so weiter. Und wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen? Sie machen das hier nicht beruflich. Ja, nein, also diese Mitesszentrale gibt es schon in München, Berlin und Hamburg. Und das, da haben Sie gesagt, ist Düsseldorf ein gutes Pflaster dafür? Ja, ich denke schon, ja. Worauf führen Sie das zurück? In Köln soll es nicht so laufen, haben Sie gesagt. Ja, dafür in Düsseldorf umso besser. Was ist der Unterschied? Ist es, dass in Düsseldorf doch mehr Leute allein abends vor sich hin essen? Vielleicht, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall in Düsseldorf läuft es besser. Vielleicht darf ich Sie mal fragen. Sie haben, sind eines der ältesten, also dienstältesten Mitglieder im Verein. Sie kochen und Sie gehen essen. Ja. Was machen Sie häufiger? Ja, ich koche häufiger. Wie viele Leute haben Sie dann so im Schnitt bei sich zu Hause? Bis zu 5. Personen habe ich denn. Und funktioniert das immer oder gibt das manchmal Schwierigkeiten? Sind ja eigentlich fremde Leute, die ja, da zu ist Ihnen richtig, kommen. Ja. Nein, es gibt nie Schwierigkeiten. Also die Leute verstehen sich untereinander. Über das Essen kommen sie alle also gut in den Gesprächen rein und bleiben also auch immer ziemlich lange. Vielleicht gibt es da eine Reihenfolge von Essen, das so am meisten gefragt ist? Also möchten die Leute vorwiegend Schweineschnitzel essen zum Beispiel? Nee, also Italienisch ist vorrangig, gefolgt von Französisch. Das ist die Nummer 1. Ja. Und kontrollieren Sie das auch? Das können die Leute auch richtig gut kochen? Ja, ich höre das dann ja. Ich frage dann nochmal nach, so die Mitesser, wie es gewesen ist und so. Nicht? Also das kriege ich schon raus. Und die Leute sind überwiegend zufrieden? Ja. So. Mhm. Und können Sie sich vorstellen, dass so ein Menü, wie jetzt hier bei uns kredenzt wird, dass das bei Ihnen auch ankommen würde? Das glaube ich weniger. Also ich weiß nicht, die können vielleicht nicht alle so gut kochen wie er hier. Wie Thomas, es ist ja mehr individuell. Aber Sie können sich trotzdem vorstellen, ja, es klappt. Und Sie könnten sich ja auch vielleicht so vorstellen, wie wir alle das machen, dass solange die Kameras auf Sie gerichtet sind, dass Sie in der Zeit tun, als würde es schmecken. Und dann? Ja, und hinterher ist Sache von euren Anwälten. Ja? 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 Können wir uns darauf einigen? Gut, dann lasse ich Sie mal damit alleine. Wir kommen dann nachher noch mal darauf zurück. Und wir möchten Ihnen jetzt etwas anbieten. Feuerstein, ja? Was bieten wir jetzt eigentlich genau den Damen und Herren an? Wir können jetzt eigentlich die größte Pfeffermühle anbieten. Ja, das wäre eine Sensation. Ja. Wenn Sie richtig würzen wollen, dann ist das eigentlich mit diesen kleinen Pfeffermühlen ganz schwer. Wir haben hier die größte Pfeffermühle der Welt. Bitteschön. Ich bin behilflich, lassen wir es ab. Gibt's? Wunderbar. Herr Simon, guten Abend. Guten Abend. Sie haben diese Pfeffermühle selber. Geht's, Oma? Ja. Wenn Sie hier links gehen, dann können wir uns mit Herrn Simon ein bisschen unterhalten. So, Sie haben diese Pfeffermühle selber gedrechselt. Ja. Das machen Sie als Hobby? Als Hobby tue ich drechseln, ja. Wie kriegt man denn so ein Ding überhaupt noch zu Hause irgendwo unter?
Und die hängt bei mir in der Garage. Da ist auch gedrechselt worden. Da haben Sie es auch gemacht. Ja. Was mit dem Auto? Das steht woanders. Sie haben noch andere Sachen gemacht. Ich habe ein paar Fotos von Ihnen hier. Vielleicht können wir die mal zeigen. Das ist, geht's? Ich halte ja, prima. Das ist die Holzwurmbar bei Ihnen zu Hause mit den Barhockern. Hier sehen wir das Schild von der Holzwurmbar. Und hier sehen wir noch mal einen Teil. Das sind alles Sachen, die Sie sich selber ausdenken. Alles selber ausdenken. Haben Sie noch ein paar andere Sachen so in dieser Größenordnung gemacht? Bis jetzt noch nicht, in der Größenordnung noch nicht. Kochen Sie auch? Nein. Nee, macht die Frau. Das macht die Frau, ja. Okay, kann ich mit so einem Ding umgehen? Ja. Ja? Vom Balkon aus kann sie die Kurbeln. Wie machen Sie das? Einer steht auf dem Balkon? Einer steht auf dem Balkon und ich halte die unten. Und die Frau, die dreht dann oben. Die kurbelt? Ja. Und was würzen Sie damit? Oh, Steaks und... Auch kleinere Sachen? Kleine Spiegelei oder sonst, ja, könnte man auch noch was damit würzen. Können wir einmal testen? Darf ich Sie, ja, mal bitten, dass Sie die Frau spielen und hoch auf unseren Behelfsbalkon steigen? Ja? Und Feuerstein, bringt bitte die Eier. Jawohl, kommen. Einmal Spiegeleier. Dann wollen wir es einmal testen. So, ja. Oma und ich gucken, dass wir das Ding gemeinsam hochkriegen. Geht's? Mal ein Fischchen ein bisschen und hier. Feuerstein schiebt die Eier drunter. So. Und jetzt kurbeln. Es kommt, es kommt. Jawohl. Jawohl. Es ist hier. Funktioniert? Ja, funktioniert. Hat geklappt. Wunderbar. Eindeutig. Toll. Alles da. Ja. Schön. Kommt noch gut an, nicht? Ja? Herr Simon, schönen Dank für den Besuch. Und was planen Sie als nächstes? Ein Steakteller von 1,80 Meter Durchmesser. Auch für sich zu Hause? Ja. Melden Sie sich bei uns, wenn er fertig ist. Und dann wollen wir gucken, ob wir ihn zusammen mit der Pfeffermühle testen können. Gut. Schöne Weihnachten. Dankeschön für den Besuch. Tschüss, auf Wiedersehen. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. So. Und einmal hier. Und Ihr Applaus beim Abmarsch. Dankeschön. Frisst, deine Pflanze frisst das auch hier, ja? Du, die frisst alles, was halt nicht Fleisch ist, aber irgendwie, weißt du, ich bin ja wieder ganz fettige Finger. Ja, das macht nicht, schmierst du in die Haare. Du, weißt du, meinst du nicht, dass wir da ein bisschen übertreiben mit dieser Esserei? Wieso? Du, das ganze Ding ist da, du nimmst in der Sendung fast 2 Kilo zu, da wird gekocht, ne? Dann ja, wird das Eingemachte gegessen. Ich kann so spät abends nicht mehr schwer essen, ich kann nicht mehr richtig schlafen dann. Ja, du, ich noch weniger, man fängt ja an zu träumen von dem Zeug da hier. Wirklich? Ne? Ja, ehrlich. Wieso, was träumst du? Du, ich hab geträumt. Nee, das sage ich nicht, das ist wirklich so blöd, ne? Warum? Das ist echt ein Blödsinn. Ja, ich finde nicht, du kannst hier einen Traum anreißen und dann sprichst du nicht drüber. Hast du mir gesagt? Das ist ein peinlicher Traum, wenn du willst, sage ich dir nicht. Das ist einfach ein peinlicher Traum. Ja. Von dieser vielen Fresserei, ne? Ich meine, du, ich habe ja? Ich habe geträumt eigentlich von dir, weißt du? Das war so Weihnachten, ach, wirklich blöd, ne? War so ein Weihnachtstraum und ich hatte Gäste, die kamen ganz überraschend und denen musste ich Hühnersuppe machen, ne? Und ich habe dir geholfen. Nein, du hast mir nicht geholfen, nein. Du warst an sich da und du bist genauso gesessen wie hier, ne? Du, ja, bist so gesessen da und auf einmal, da warst du irgendwie so selber ein Huhn, ne? Und ich musste dich einfach schlachten, ich musste dich da in den Topf locken und das war irgendwie sehr schwer, weil ich habe das irgendwie nicht so gerne gehabt, ne? So wie du mich auch mit den Hühneraugen angesehen hast, so vorwurfsvoll und alles das. Aber es musste sein, weißt du, die Leute haben gewartet, die wollten einfach essen. Und da bist du rein und du, es ist mir schwer gefallen, aber es musste sein. Ich habe dich gesalzen, ich habe dich gepfeffert mit einer ganz kleinen Pfeffermühle und dann war es irgendwie so weit, ne? Und irgendwie war ich fürchterlich traurig, du, eigentlich traurig, ne? Es war ein blöder Traum, ne? Also ein Traum, den man irgendwie... Ja? Naja, du weißt, wie das ist bei Träumen, da bleibt dann manchmal so eine ganz konkrete Erinnerung zurück, ne? Ja. Du, als ich von dem Traum aufgewacht bin, da hatte ich plötzlich das in der Hand, ne? Ein Ei? Ist das von mir? Hast du gedacht, das ist von Dieter Bohlen, oder was? Das sind aber auch wieder Sachen, von denen ich vorher wirklich nichts gewusst habe, Feuerstein. Ja? Ich lehne das ab, solche Art von Humor, damit wir uns da einig sind. Ich garantiere auch, dass das nicht mehr weiter verbreitet wird. Ich möchte jetzt vielen Freunden von Ihnen, von den Tierfreunden von Ihnen, von denen ich immer wieder Post bekomme, die sage, bringt doch mal was über außergewöhnliche Tiere. Ja. Ein Tier vorstellen, das auch unter Vorurteilen zu leiden hat, weil es falsch eingeschätzt wird, es ist die Spinne. Viele, ja, Menschen haben ja nahezu panische Ängste vor Spinnen, das ist aber unberechtigt. Also ich nicht, gell? Warum? Du, überhaupt nicht. Ich finde Spinnen wahnsinnig faszinierend. Ich habe da mal am Land gewohnt, ja, und so im Haus, und da hatten wir wirklich Spinnen. Da habe ich wirklich drauf geachtet, Spinnennetze
werden nicht abgemacht, die müssen bleiben. Ich hatte die vom Fenster, so große. Ja. Und nachts habe ich die immer so angesehen. Und ich habe denen so, ich habe die angefangen zu füttern, weißt du das? Ehrlich? Die Spinnen? Ja. Und du kannst denen nicht totes Zeugs geben. Die müssen also Fliegen im Netz haben, die noch irgendwie zappeln. Ja. Die müssen also Fliegen fangen und die haben noch so ein bisschen gelebt und so. Und dann habe ich sie ins Netz getan. Aha. Und da wurden die wahnsinnig verwöhnt, die Leute. Die wollten nur noch von mir gefüttert werden. Und wenn mal das Netz kaputt war, ne, haben sie an die Scheibe geklopft und wollten, dass ich rauskomme und dann das Netz reparieren und alles. Hast du da zufällig auch noch eine Statistik dazu? Spinnenstatistik, jawohl, ja. Hammer. Habe ich, Moment. Wenn du die findest, kannst du die mir vorlesen. Ich selber bin ein Mensch, der dazu steht, dass er vor diesen Tieren Angst hat. Nee, wir haben Spinnenstatistiken, wir haben hier mehrere. Vielleicht, weil er sie auch falsch einschätzt. Und ich möchte dir jetzt einen Mann vorstellen. Die du kannst mir die gleich vorlesen. Spinnen haben fast... Ich möchte ihn, du kannst mir die gleich vorlesen. 280.000 Haare. Ich möchte Ihnen jetzt einen Mann vorstellen, der sich mit Spinnen hobbymäßig beschäftigt. Und zwar mit einem nicht ganz ungefährlichen Exemplar, mit der Vogelspinne. Herzlich willkommen aus Dortmund, Dirk Eckhardt. Guten Abend. Guten Abend. Dirk, ja. Leute wie ich, die so eine Angst vor Spinnen haben und die sich so verhalten, die sind wahrscheinlich nicht die Ausnahme, aber das ist ein völlig falscher Ansatz, mit so einem Tier umzugehen. Ganz genau. Also eine Vogelspinne ist auf gar keinen Fall ein Tier, das man als Haustier oder so ansehen sollte. Und die Furcht vor Vogelspinnen, die ist also in jeder Weise unbegründet. Die Vogelspinne ist ein Tier, das, sag ich mal, ungefährlich ist. Und das Image von Vogelspinnen, das halt in der Öffentlichkeit grassiert, das ist halt durch Film und Fernsehen sehr hochgeputscht worden. Und, aber man sieht hier, die Vogelspinnen, die sind also harmlos, kann man sagen. Aber wenn ich dich jetzt so sehe, wie du da mit bloßen Armen und Händen und das Tier auf dem Bein, wenn die dich beißt oder sticht, was würde denn passieren? Ja, der Schmerz, der wäre in erster Linie sehr groß, da die Giftzähne von Vogelspinnen bis 1,5 cm groß sind. Und bis auf eine leichte Rötung der Bissstelle würde da also gar nichts weiteres passieren. Es ist halt bloß ein sehr, sehr großer Schmerz, der da entsteht. Aber sterben oder so kann man auf gar keinen Fall dadurch. Wie viele Tiere hast du zu Hause bei dir in Dortmund? Das sind im Schnitt immer so 400 bis 500 Stück, je nachdem, wie viele Babys die kriegen. Aber man kann sagen, im Grunde genommen, Tiere in dieser Größe sind das ungefähr 400 Stück, kann man sagen. Und wo bewahrst du die auf? Ja, ich habe mir also einen Kellerraum ausgebaut, in dem also Regale bis zur Decke stehen. Und da sind also derartige Terrarien untergebracht. Die Spinnen haben, das habe ich jetzt weggelassen, also Höhlen da drin mit Bepflanzung und Beleuchtung und Heizung, halt um denen ein tropisches Klima zu bieten. Und da werden die also einzeln untergebracht, weil die kannibalisch sind. Die gehen also an alle anderen Spinnen sofort dran und sehen die als Beute an. Und naja, das ist also eine große Terrarienanlage, die ich im Keller da betreibe. Hast du noch andere Tiere außer Spinnen? Ja, Schlangen, Echsen und alles das, was anderen Leuten so Ekel einflößt, kann man sagen. Das fasziniert mich irgendwie total. Aber ich muss dazu sagen, bei Vogelspinnen im Moment fasziniert mich doch eher die wissenschaftliche Seite. Ich will also keine Sensationslust irgendwie reizen oder erwecken. Ich mache da also Vorträge hier und da und ich plane jetzt eine Reise nach Brasilien, um die Tiere mal zu filmen, zu fotografieren und eventuell zu sammeln. Mal sehen. Was sind das für Schlangen, die du noch zu Hause hast? Das sind in erster Linie Pythons und ich hatte bis vor kurzem mal eine ähnlich giftige Schlange wie eine grüne Mamba, kann man vergleichen. Die musste ich aber abgeben oder ich habe sie abgegeben aus Sicherheitsgründen. Das hat mich dreimal versucht zu beißen, das Tier, dann lieber weg damit. Naja. Wie funktioniert denn sowas, wenn so eine Mamba zum Beispiel versucht, dich zu beißen? Wie kommt die an dich ran? Ja, also das Terrarium ist also derart gebaut, dass ich das aufschieben muss. Und naja, dann stehe ich also in unmittelbarer Gesichtshöhe zur Schlange. Naja, und dann spannt die sich S-förmig. Und naja, dann wird also vorgeschnellt, fast einen halben Meter. Und das war also so 3-4 Mal knapp am Gesicht vorbei und deswegen lieber nicht. Aber wie gesagt, ich versuche da im Moment mehr mit Vogelspinnen zu machen, weil es halt ein Haupthobbybereich von mir ist, in dem man auch noch Pionierarbeit leisten kann. Und du gehst noch zur Schule und möchtest auch mal beruflich machen? Schon, ja. Ich versuche mal Bio zu studieren und mich dann auf Spinnen zu spezialisieren. Und hauptsächlich dann Vogelspinnen halt, die in den Herkunftsländern zu suchen und zu bestimmen und eventuell mal ein Buch rauszubringen, je nachdem, wie es sieht. Wie sieht es denn aus, darf ich mal fragen, hast du eine Freundin? Nein, das ist schwierig. Nee, ja Gott, die Ekelwelle vor diesen Tieren, die ist halt sehr groß und naja, da was Richtiges zu finden, das ist schwierig. An Tier oder an Freundin? An Freundin würde ich eher sagen, ja.
Aber das ist nicht so, dass da Mädchen grundsätzlich abgeneigt sind. Ach was? Nein, 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 nein. Ich kenne also auch eine ganze Reihe, die da völlig unbefangen gegenübertreten und die die Tiere auch faszinierend und vor allen Dingen schön finden. Aber ich finde auch kaum Zeit zu, muss ich sagen. Weil ich deine ganzen Tiere so in Anspruch nehme. Ganz genau, ja. Gut, vielen Dank, dass du da ein Stück weit ein bisschen Verständnis dafür gebracht hast. Schönen Dank für den Besuch und weiterhin viel Erfolg und viel Spaß mit den Tieren. Dankeschön. Also die Spinnen haben fast 280.000 Haare und das allein an den Beinen. Ne? So, jetzt wollten wir mal gucken, wie es einem Frettchen geht, ranztechnisch, wenn es das Problem hat, dass es ein bisschen was Schickes sucht zu Hause, vielleicht für Silvester. Auch da waren wir noch mal unterwegs und haben gefragt, was trägt das Frettchen? Diese schicken Abendkleider hier, die Sie hier haben, gibt es sie eigentlich auch für Frettchen? Was heißt Frettchen? Für ein Frettchen, also vor allem ein Frettchen in der Ranz, sieht sie ja doch gerne mal ein bisschen schicker an oder wird das hier von denen gar nicht verlangt? Also ich möchte so sagen, die Sachen, die wir hier führen, na, diese Abendgarderobe, zu einem bestimmten Zweck wird das gekauft. Und da spreche ich den Kunden ja drauf an, wenn ich das benötige, gehe irgendwo hin, wo es festlich zugeht, dann benötige ich ja diese Sachen. Aber sowas hier würde doch eigentlich ein Frettchen ideal kleiden, oder wer kauft sowas? Junge Mode ist das. Für junge Frettchen? Ja, für junge Mode, ja. Wie sie ist, nein, nein. Ja. Kann man das auch tragen, wenn man in der Ranz ist? In der Ranz ist, um Gottes Willen. Was nennen Sie Ranz? Naja, einfach so ein Gefühl, dass man sagt, ich fühle mich wie ein Frettchen in der Ranz. Da wirkt das doch eigentlich sehr animierend. Ja, es kommt immer darauf an, wer es trägt. Wer es trägt, der sieht das ganz toll aus. Na, ich meine, man muss es Alter dazu haben. Und das ist junge Mode. Und die Figur muss man dazu haben. Und das muss einen kleiden. Dann sieht das ganz toll aus. Gut, schönen Dank. Schöne Weihnachten. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich kann Sie beruhigen. Es haben jetzt etliche bei uns angerufen, die sich noch mal erkundigen wollten nach diesen Vogelspinnen. Die Tiere sind jetzt in einwandfreiem Zustand und Verpackung wieder in Gewahrsam. Es besteht auch keine Gefahr. Sie haben ja gehört, die ganzen Tiere sind längst nicht so gefährlich, wie man sich das denkt. Und wenn mal irgendwo was auftaucht, dann ist da auch nicht gleich unbedingt Gefahr im Verzug. Wir sollten jetzt mal vielleicht noch mal für Annemarie rausschalten, um zu gucken, was das Auto macht. Können wir einmal sehen? Annemarie, ich drücke die Daumen. Aha, das ist gut. Es müsste jetzt aber gleich klappen. Annemarie, bleiben Sie dran. Das hört sich gut an, Annemarie. Ja. Das wird. Und Sie kriegen ja den Wagen dann auch schön verpackt. Gut, ich würde sagen, wir machen nochmal Musik, bis es soweit ist. Am Schluss freue ich mich jetzt, Ihnen einen Künstler vorstellen zu können aus Hamburg, der mit einer sehr schönen Nummer hier ist. Passend zu Weihnachten, Ding, Dang, Dong. Hier ist Ulf Krüger. It is long, song. The night, and there's no one who is holding me down. There is no one right by my side. Only you. With your warm amber light, ding dong dong, little Christmas tree, bells are ringing just for you and me. Love has gone, and I don't know how I can help but cry. Yeah. Sad song.
ein Flaut. Flaut grün und eins. Snow is snowing. The whole world is white. And I'm freezing. Oh, I'm freezing inside. Wir stehen kurz vor unserem großen Finale. Ein festlich gedeckter Tisch. Wo sind die Mitesser? Die kommen gleich, denke ich. Sie warten auf den Apparativ. Wir greifen um. Aha, kommen die nochmal rein, die Mitesser. Ich glaube, dass sie alle nochmal schmecken lassen. Und wir möchten jetzt, wie versprochen, unseren Profizuschauer, Herrn Augustus Hofmann, bitten, dass er nach vorne kommt. Ja, das sind sie. In unsere offizielle Anspracheecke, um hier die Neujahrsansprache zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu halten. Bereits über eine Woche vor Neujahr, was auch viel sinnvoller ist, denn wer hat an Neujahr noch Zeit? Da ist man Knülle, Hacke dicht. Herr Hofmann, vielleicht erklärst du noch ganz kurz hier, was sehen wir da? Dieser Storch hat eine Bewandtnis? Ja, der hat überhaupt keine Bewandtnis, der hat nur einen Namen und der Name ist Nowotny. Das ist auch schön. Hat das einen Grund? Nein, überhaupt nicht. Und die anderen Sachen, dieser Pokal? Dieser Pokal, das ist der Preis der beleidigten Fernsehzuschauer, erstmalig verliehen auf der Frankfurter Buchmesse. Ich habe ein Buch gemacht zusammen mit meinem Freund Manfred Pilz und Manfred Müller. An wen haben Sie den Preis verliehen? An Wim Tölke. Glückwunsch! Danke. So, und Herr Hofmann, wir freuen uns auf Ihre Neujahrsansprache. Und Annemarie, während Sie den Worten von Augustus Hofmann lauschen, gehen wir nochmal nach draußen, um Ihre Mühle endgültig startklar zu machen. Herr Hofmann, die Kamera gehört Ihnen. Danke. Ich bin sehr nervös. Ihr müsst mir alle helfen, weil es ist zum ersten Mal, dass im deutschen Fernsehen ein Zuschauer die Neujahrsansprache erhält. Also, es geht los. Pausenlos ackern viele Unterhaltungsmacher mit einfallslosen Spielchen, ohne Niveau und ermüdenden, prominenten Gesprächen, um den Ernst des Lebens zuzuscheppern. Zahlreiche Sendungen sehen ihre Hallen oder Studiozuschauer nur als lebende Kulisse und sind von der Einschätzung getragen, sie hätten nichts Wesentliches zur Sendung beizutragen, außer einiger ungeschickter Lustigkeiten. Brauchen wir wirklich Sendungen, in denen erfolglose Gewichtheber einen Furz lassen? Dann schon lieber lassen wir uns einsperren mit Charlies Tante ins Damenklo. Oder mit Georg Thomalla in die Besenkammer der 50er Jahre. Um Himmels Willen, was wollen wir denn? Intelligente Spiele und Trends von morgen. Sendungen, die menschliche Substanz rüberbringen, die zum Menschsein ermutigen. Unterhaltung, die uns nicht nur bedient, sondern auch etwas abverlangt an eigener Teilhabe, an eigenen Gefühlen. Wir brauchen im Fernsehen weniger Prominente und mehr Möglichkeiten für uns Zuschauer zum Mitmachen. Systeme, Klassen und Parteien sind out.
in ist der Einzelne und seine Leistung. Wir brauchen mehr verrückte Einfälle und den Mut von Fernsehmachern, etwas völlig Neues, etwas Wahnsinniges durchzusetzen. Das geht aber nur, wenn wir Zuschauer für unerwartete, widersprüchliche und ungeschminkte Reaktionen etwas empfänglicher werden. Ich wünsche euch allen ein unterhaltsames Jahr 1991. Das hören Sie, Begeisterung über August Hoffmann, Annemarie. Toi, 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 wir starten die Bühne. Meine Damen und Herren, das war die Premiere von Schmiedeinander. Wir sind wieder zur Stelle im neuen Jahr, im Februar. Bis dahin, guten Rutsch und Annemarie, drücken Sie uns jetzt die Daumen. Ah, das ist der Sound Ihres Wagens, das ist das Mikro. Nehmt das Mikro ab. Tschüss, Annemarie.